Hey ho, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder angekommen seid auf meinem YouTube-Kanal. Sonntags, wie immer, ATS. Ich trinke hier gerade noch mein Käffchen. Und ja, Thema heute. Wir sind in den Bergen von Montana. Also ich werde euch heute eine richtig coole Strecke zeigen. Wir fahren einen Gelenkheber oder sowas. Muss ich gleich nochmal gucken, wie das Ding genau heißt. Abo, liken, kommentieren natürlich nicht vergessen. Das hilft dem kleinen Kanal auf jeden Fall weiter. Und kommentiert gerne mal. Heute ist Thema alte Mods 1.5.0 und läuft noch alles oder sind wir da irgendwie jetzt benachteiligt? Viele Dinge sind hinten runtergefallen, also vor allen Dingen so kleine Mods für gewisse Original-LKWs, die einfach nicht mehr funktionieren und finde ich eigentlich sehr schade. Bei vielen ist es jetzt auch, glaube ich, an der Zeit gekommen. Sie sind Jahre alt, sind bis zu 1.49 haben sie funktioniert und wurden auch teilweise noch supportet. Einige aber mittlerweile nicht mehr. Ne, da hoffen wir natürlich auf Neues, wie zum Beispiel für den Cascadia. Finde ich sehr schade, dass wir da jetzt gar nichts mehr haben. Also da gibt es nichts mehr, da gab es richtig schöne Mods vorher. Da kann man jetzt gar nichts mehr machen. Das Ding ist so original und so nackt irgendwie, das ist sehr schade. Ne? Und auch von SCS wünsche ich mir da ein bisschen mehr Truck Support, dass wir einfach auch vielleicht viel weniger Mods benutzen, will ich gar nicht sagen. Aber dass wir halt die einzelnen LKWs auch vernünftig individuell erstellen können. Und ja, es ist ja immer so der eigene Geschmack. Ne? So, was haben wir hier? Ich habe hier heute für das Video den Viper 2 rausgesucht. Ja, ist der älteste Mod, einer der ältesten LKWs-Mods, die es überhaupt gibt auf dem Markt. Und er ist mit Sicherheit auch nur noch 1.4.0. Aber wie ihr seht, er steht hier. Er funktioniert wunderbar. Also er wird von Haven weiter mitgezogen. Finde ich sehr geil. Danke Haven. Nein, danke von mir an dieser Stelle mal. Weil das ist wirklich der beste Peterbilt-Mod neben dem Retzbilt. Retzbilt ist super. Finde aber beim Retzbilt ist ein bisschen zu viel Branding drin, was man auch nicht wechseln kann. Also nicht so richtig wechseln kann. Wir haben hier auch ein bisschen Branding, also der Viper hat damals auch so ein paar Logos hier verbaut, die man auflegen kann, um den Truck ein bisschen auch darzustellen. Wir können ja auch mal drum rumgehen. Los. Oh, nein, da habe ich auch einen falschen Knopf gedrückt. Wir laufen ja jetzt gerade erstmal so ein bisschen. Und wie ihr seht, alles super. Keine Fehler in der Spiegelung, keine Fehler im Chrom. Er sieht jetzt mit 1.50 auch genauso fantastisch aus wie alle anderen LKWs auch. Viele Sachen werden überhaupt nicht mehr supported. Hat Haven auch gekennzeichnet als unsupported. Aber das Ding läuft immer noch super. Wir haben Slow Jerry Motor, den C15 Acer verbaut. Mit 650 PS, weil das Ding ist für mehr Gewicht ausgelegt hier. Und ja, Air Ride ist runtergelassen. Kennt das ja für Screenshots und so. Und wie ihr seht, zig Möglichkeiten. Also ihr könnt ihn als 389 könnt ihr den zusammenbauen oder als 379. Da gibt es verschiedene Varianten von Kühlergrills und Lampen. Innen drin ist das Interessante halt das Dashboard, ne? Weil wir hier ein aktuelles Dashboard haben und halt ein schönes Oldschool-Dashboard. Ja, und das kriegt aber kein Peterbilt-Mod, wenn ihr den nicht kauft. Ne? Also das ist das einzige Ding, was hier wirklich for free ist. Man kann for free viele Peterbilts runterladen auf lokalen Seiten. Aber aus dem Workshop ist das the one and only. Und ich wünsche mir sehr, auch nochmal vielleicht die Bitte anhaben, macht doch einfach weiter mit dem Ding. Das ist ein geiler LKW. Der ist so beliebt wie kein anderer. Es gibt natürlich eine Pimp-Variante davon, die ist vom Haterbilt. Kann ich auch nur empfehlen, schmeiße ich den Link auch mal unten rein. Ist auch for free. Da sind dann viele kleine Zusatzmods, die es für den Viper gab, sind dann damit eingearbeitet worden und ist dann wirklich ein tolles Gesamtpaket, wo man richtig viel umbauen und customizen kann und so weiter und so fort. Hier sind wir in den Möglichkeiten, ja, ich sag mal, nicht aufs Nötigste beschränkt, aber wir sind auf jeden Fall nicht so, ja, ich sag mal, mit tausenden von Teilen können wir hier nicht aufwarten.
Aber wir haben genug, um das Ding individuell anzupassen. Ich habe hier einen Paint-Job drauf, wo ihr verschiedene Stripe-Muster in Metallic aussuchen könnt. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt erstmal los. Ich habe eine interessante Strecke für euch rausgesucht. Testen den Truck mal auf Herz und Nieren. So, let's go. Natürlich einen schönen Open-Pipe-Sound. Ne? So, was haben wir denn jetzt hier überhaupt? 5.21 Uhr, wenn mein Dashboard hier richtig geht. Und wir sind schon am Ladeplatz. Oh, Handbremse. Wir holen mal eben den Trailer. Oh, 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 muss das Fahrwerk hoch machen. Und ihr seht auch die Spiegelung in den Fenstern und so. Das ist okay noch. Also damit kann man arbeiten. Ne? Oben am Ladeplatz werde ich mal eben meinen Tracker aktivieren. Oh, oh, oh. Also der hat richtig Power, also wenn du richtig auf die Kachel drückst, der rutscht hinten raus, ja. Wenn er keinen Hänger dran hat. Ja, nach der Sommerpause werden die Videos dann, ja, sag mal ähnlich wie dieses jetzt hier sein, vielleicht ein bisschen weniger kommentiert. Bei wichtigen Dingen werde ich natürlich weiterhin euch da auf dem Laufenden halten. Aber bei einer reinen Mod-Präsentation gibt es nur noch reines Truck-Feeling. Weiß noch nicht, ob ich eine kleine Ansage vorher mache, aber wenn alles gut klappt, dann habe ich bis dahin meine neue Kamera und dann seht ihr auch hier, wie ich die Dinger hier steuere, mit welcher Hardware ich arbeite. Und dann können wir auch mal darüber sprechen, wie man hier ein 18-Gang-Getriebe mit dem Schaltknauf fährt. Ne? So. Mountain Roads ist heute Thema. Wir sind, wie gesagt, in Montana, in Thompson Falls. Wo haben wir denn jetzt den Anhänger? Wir müssen noch weiter. Okay. Und dann werden wir gleich eine schöne Hidden Road fahren. Also eine versteckte Straße. Wie ich angehängt habe, werden wir auch mal kurz da reinschauen. Schöner LKW. Also ich fahre jetzt das aktuelle Dashboard, aber auch hier steht, wir können ja kurz mal hier kurz einmal ranzoomen. Model 379 Legacy Class Edition 621 von 1000. Also das ist schon cool, solche kleinen Details, ja? Das mag ich ja total. Und wie gesagt, der Mod ist uralt. Die Kraft reicht hier locker, um im fünften anzufahren ohne Zugmaschine, ohne Anhänger. So, Gelenklader heißt das Ding, glaube ich, was wir hier laden müssen. Da vorne steht er. Von wo muss ich denn rein? Oh, von hier? Da muss ich einmal rum. Bin ich falsch rum reingefahren. Hätte ich nicht durchfahren können, da war irgendwie ein Haufen im Weg. Holter die Polter. So. Ja, wir nehmen uns jetzt in den nächsten Videos mal so zwei, drei alte Mods, die noch im Workshop auch wieder zum anderen den K100 zum Beispiel. Oder den FLB. Schauen wir uns auf jeden Fall mal an, was da los ist. Mal eben hier die Glotze runterfahren. Oh, wo haben wir denn? Da haben wir sie doch.
Und schau mal, wie die jetzt auch schauen. Mit 1,50 hat sich ja die Qualität auch der Oberflächen und so echt verbessert, muss man sagen. Oh, das war keine gute Idee. Ja, Rangieren geht eh besser ohne Fuel Tracker, muss ich sagen. Jetzt müssen wir den eigentlich hier. Jawohl, ja. So. Also hügelig, dass wir hier auf dem Staub mit quietschenden Rädern losfahren. Na komm. Oh, R2. Das geht natürlich nicht. Jetzt R1. Wenn es ab und zu mal klicken hört, das sind halt die neuen Schalter an dem Schaltpin. Wenn ich jetzt mit Splitter und Range war. Müsste passen. Na komm, Anschlag, wo bist du? Da. So, angekoppelt. Fertig zum Losfahren. Mal schauen, ob alles Roger ist. Ja, so sieht das Ding aus. Ziemlich langes Gespann. Sah jetzt auf dem Bild gar nicht so aus. Und den bringen wir jetzt über die Berge. Ist jetzt nicht so die 100% in die Richtung, wo wir hinfahren müssen. Aber das ist nicht schlimm. Es geht mir hier um die Strecke, nicht ums Ziel. Ich wollte eigentlich hier was schön Schweres über die Berge mit euch ziehen, aber da gab es irgendwie nichts Gescheites. Nach mehreren Mal Zeit vorstellen und etc. und so hatte ich dann auch keine Lust mehr. Dann habe ich jetzt gedacht, komm, nehmen wir den Gelenklader. So, das Ding wiegt. Ich schau mal kurz aufs Dashboard. Wo haben wir es denn? 13,8 Tonnen doch, also nicht ganz so leicht. Aber jetzt auch nicht so schwer, dass wir hier ein Problem kriegen. Auf geht's. Aktiviere mal gerade den Tracker noch schnell. Was hat er? Ausgerechnet heute nur schwarzes Bild. Naja, hier geht wieder nichts. Gut, lassen wir das Ding mal weg. Gestern Abend funktionierte noch alles tadellos. Ist ja Wahnsinn manchmal hier. Also das Ding spinnt sich einen zurecht im Moment. Da muss ich auch mal wirklich sagen, was ist denn da los? Also nicht das, also erst funktionierte es nach dem Update nicht mehr im Game. Man konnte es auch überhaupt nicht mehr verwalten oder schalten oder irgendwas machen. Und jetzt geht er gar nicht an. Schwarzes Bild. Ja. Was soll ich davon halten? Ja, machen wir lenkungsbasierte Kamerarotation an. Und dann mache ich die Fuse heute mit der Maus. Was sagt die Uhrzeit? 6.06 Uhr, also wirklich noch früh am Morgen. Ich fahre jetzt auch mal gerade runter, das ist ein bisschen kürzer. Mal schauen, wie lang das Video wird. Ist auf jeden Fall eine herrliche Strecke. K
kann ich euch auf gar keinen Fall vorenthalten. Kann ich selber nicht, würde ich sagen. Also erst vor kurzem entdeckt quasi. Für die Achse am LKW ist noch nicht schwer genug, sonst wäre die jetzt automatisch mit runtergegangen. Ah, schöner LKW. Nur geile Location hier in den Mountains von Montana rüber. Also jetzt geht's irgendwie in die nahe Staatsgrenze Idaho und ich glaube raus kommen wir sogar in Idaho. Oh, hier vorne können wir auch noch mal einen kleinen Nebenpass fahren. Also ihr könnt da quasi komplett, müsst ihr nur ganz kurz auf die Straße und dann nachher im Abholort, wenn wir über die Berge rüber sind, müssen wir auch noch mal kurz auf die Straße. Also am Abladeplatz. Aber letzten Endes könnte man hier fast so über diese Staubpisten hier fahren. Navi wird jetzt ein bisschen ausrasten. Na, das war schon mal ein geiles Stück. Und wie ihr seht, auf dem Navi oben war auch ein Stück Hidden Road. Also auch eine geheime Straße hier, versteckte Road. Ein bisschen Asphalt unter den Füßen. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ich kann jetzt hier geradeaus durch oder rechts zur Tankstelle und dann links. Wir fahren jetzt mal hier geradeaus durch, weil da, wie ihr seht, auf dem Navi oben, da ist auch ein Stück versteckte Straße. Das habe ich auch noch nicht frei. Das holen wir uns jetzt mal noch eben. Passage. Zugleich auf der Passage nervt uns das Navi auch nicht mehr. Das ist jetzt halt, weil wir so nah an der Straße noch sind. Dreht das Navi natürlich völlig am Kabel. Oh, das Stückchen auch freigefahren. Also wir sind hier im Dorf Thompson Falls, ne? Also da könnt ihr weder hinreisen, noch gibt es da eine Garage. Da müsst ihr wirklich von Missoula oder von Coeur d'Alene hinfahren. Okay, lass uns eine neue. Also hier rechts wäre auch noch ein Stück grau gewesen. Aber wir fahren jetzt erstmal hier. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Ja, ja. Ihr seht schon auf dem Navi. Da geht's gleich richtig. Neu berechnen. Boah. Über Serpentinen weiter. Jetzt haben wir ja blöd verschaltet. Route neu berechnen.
kommt der Anhänger da rum. Yes. Sehr geil. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. So. Oh, ein bisschen Gas machen, ne? Jetzt kann der LKW schon ab. Das soll also kein Thema sein. Soll ja auch nicht 3 Stunden dauern, der Spaß hier. Trommeln wir mal ein bisschen hier drüber. Solange es noch geht, weil gleich wird es auf jeden Fall kurviger und da geht nichts mehr. Ah, wartet mal, ich mach mal die Helga aus. Also langsam geht es mir auf den Zünder hier. Helga. Zack. So. Geil gemacht und passt ja echt zum Thema, hier Holz oder so diese ganzen Gerätschaften, die die hier verwenden im Wald, da über diese Pisten hin und her zu kacheln, das ist ja schon genial, also muss ich ja wirklich sagen. Auch wunderschön, ne? Also das ist ja wirklich, da kann SCS was, muss man ja sagen. Einfach hier in der Außenkamera bleiben, damit ihr seht, wie das hier ausschaut. Also wirklich geil. Wirklich toll. Hier so eine kleine Versorgungsbude. Ein bisschen Diesel braucht oder so. So, und jetzt geht's los hier. Mountain Roads. Thank you.
let's go, Leute. Da müssen wir gerade schnell Screenshot machen. Schaut euch das mal an. Sieht das nicht genial aus? Also, mal ganz ehrlich. Weiter geht's. Aufpassen mit der Länge da hinten. Aber das sieht gut aus. Ja, man muss am Rand bleiben in den Kurven so ein bisschen, ne, aber drüber rutschen darf man auch nicht, also. Schön ist, dass er nicht so breit ist. So, und jetzt wird es richtig lustig. So, da müssen wir jetzt mal. Pah, was eine Brücke. Im Leben nicht würde ich darüber fahren. Also, mal ganz ehrlich. Aber genial, also wirklich toll gemacht. Davon will ich mehr. Da war schon so ein paar coole Dinger hier, ne? Also Bellingham oben der Holzplatz oder Spokane gibt es ja auch einen netten Holzplatz und so. Also ein paar coole. So Geländeeinlagen gibt es ja schon. Aber das ist hier wirklich the first one, würde ich fast sagen. Mit der längsten mit der längsten Offroad-Strecke, die wir hier im Spiel, glaube ich, haben. Schaut euch das an, das ist ja wohl nur genial, also wirklich. Ein paar Felsbrocken am Weg liegen. Boah, da kommt schon wieder so eine komische Bruchhütte. Wie eine alte Mine, ne? Also wirklich cool gemacht. Hier links auch. Da kann man aber nicht drauf fahren, leider. So, an der Brücke bin ich gestern blöd stecken geblieben. Ich hoffe, das passiert jetzt nicht auch wieder. Wenn ich irgendwie da blöd reingerutscht bin. Ah, sind wir mittig? Ich glaube, wir sind mittig. Der Anhänger kommt auch mit. Aber diesmal sieht es gut aus. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, ja, ob ihr auch findet, dass wir mehr davon brauchen, von solchen Strecken. Weil ich finde das ja, das ist ja super genial, ja. Da unten wieder Hauptstraße, Verkehr. Oh, 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 oh.
gefährlicherer Part. Oh, jetzt wird die Strecke auch schräg. Das haben sie auch ganz nett gemacht, muss ich sagen. Also, boah. Nicht ganz so weit rechts, weil dann wird es noch schräger. Und auch schmal. What the hell, schaut euch das an, das war einfach nur genial, ja. Da muss man noch kurz anhalten und ein Foto machen. Das ist eine fiese hier. Da kann doch schon mal der Hänger. Oh. Ah, da kann man jetzt nicht über den Erdhügel fahren, so ein Stück. Okay. Aber ich vielleicht ein bisschen weit oben. Und wie ihr seht, da kommt er mit dem Anhänger ganz schnell an diese abgestreckte Kante. Wie ihr seht, der alte Mod funktioniert wie immer, zuverlässig wie immer. Der ist nicht mal inkompatibel, wenn die Version changed. Ne? Also das ist wirklich, ich mag das. Ja? Die Zuverlässigkeit der alten Mods ist dann immer noch gegeben. Also mit dem KN100 weiß ich gar nicht so genau, da werde ich auch mal reinschauen, ob da der Support jetzt live immer noch weitergeht oder ob der auch mittlerweile brach liegt. Aber ich glaube, lange ist da nichts mehr passiert. Also das jetzt so 1.50 sind so einige nochmal irgendwie aus der Versenke aufgetaucht und haben ihre Mods dann, wie zum Beispiel der Retzbild, hat sich dann doch mal dazu begnadigt, hier nochmal ein Update zu machen. Weil dann doch einige Fehler aufgetaucht sind beim Retzbild. So. Ich glaube, das war das Ende der Hidden Road jetzt gleich hier. Jawohl, jetzt sind wir gleich schon wieder im Straßenverkehr. Und dann gehen wir mal kurz auf die Karte gucken, wo wir sind. Zeigt mir das Navi schon wieder 52 Meilen, zeigt mir das Navi. Also wir sind schon wieder nah genug dran. Mal einmal hier kurz den Map Check. Ja, wir sind ja kurz vor der Grenze zu Idaho, ne? Aber eigentlich könnte uns das Navi doch hier rumlotsen. Warum schickt er uns denn da rum? Ach so, ist ein bisschen länger. Okay. Gut, ich denke, bis zum Ende nehme ich euch sowieso nicht mit. Das dauert noch zu lange. Wir checken mal hier vorne. Jetzt soll ich hier rechts fahren. Moment mal. Ja doch, ist richtig. Und gleich hier. Da werden wir hin. Und machen die erste Pause für heute. Ja, das langsam über die Berge tuckern hat auch eine vierte Tank gekostet. Ne? Also das kostet durchaus mehr Sprit als auf der Autobahn zu gehen. So. Fahrwerk wieder in Straßenposition. Auf geht's.
Welcome to Idaho. Schönes Downhill von den Bergen runter hier. Hier rechts gibt es auch noch eine Bremsrampe. Schnell werden, glaube ich. Ja, hier geht es die ganze Zeit schön kontinuierlich bergab. Da vorne kommt Coeur d'Alene. Seht euch das an. Der Chrom arbeitet auf jeden Fall. Sieht fantastisch aus. Lustig nur, dass er spiegelt, was auf der anderen Seite vom LKW ist, ne? Falls es euch aufgefallen ist gerade. Als der LKW rechts an uns vorbeikam. Aber alles in allem sehr schön. Für diesen alten Mod. Begeistert. Weil ich eh mehr auf die älteren LKW stehe, ist das für mich genau das Richtige hier. Wir gucken uns wie gesagt nächste Woche mal noch an, was die anderen alten LKWs so machen. Also ob die Mods alle funktionieren, ob, wie die aussehen jetzt und so. Oh, nicht getroffen. Puh, das war knapp hinten. Muss ich hier reinfahren? Ja, muss ich. Ja, meine Freunde, lasst gerne ein Abo da, ne? Und liken, kommentieren, schreibt doch mal rein, wenn ihr mal irgendwie was sehen wollt, was wissen wollt oder irgendwas soll ich zeigen. Wie gesagt, meine Hardware kommt nach der Sommerpause, so. Die wird bis Ende August wahrscheinlich gehen. Im Sommer ist eh ein bisschen mau bei YouTube. Da seid ihr ja auch alle im Urlaub weg oder sonst wo. Live und so kleine Shorties und so, wie ich die Zeit finde, werde ich auf jeden Fall auch trotzdem noch ein bisschen reinhauen, weil ich bin nicht die ganze Zeit weg oder die ganze Zeit total am Arbeiten hier. Aber ist immer viel im Sommer. Und da kommt dann natürlich auch noch der Urlaub dazu, was ja sehr angenehm ist, aber das ist dann alles sehr wenig Zeit. Und ja, im Urlaub bin ich aber auch ein paar Tage zu Hause und so, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal was machen hier. So. Ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid, ne?
Habt einen schönen Sonntag, macht was Schönes mit eurer Family und wir sehen uns nächste Woche wieder. Vielleicht auch mal einen Livestream zwischendurch. Ihr wisst ja, bei mir ist das nicht so regelmäßig und fest. Und wollen wir mal hupen hier? Geht auch. Also, seid einfach wieder dabei beim nächsten Mal und dann freue ich mich und alles weitere werden wir in nächster Zeit sehen. Bis bald. Tschaußen.